Es ist soweit, Freunde. Blizzard hatte es endlich getan. Der SR-Reset steht uns bevor mit der neuen Season. Und alles Weitere erkläre ich euch jetzt. Und zwar die maximale SR, die man jetzt nach den nächsten Placements in Season 23 erreichen kann, sind 3.900. Also man kann nicht mehr als Grandmaster-Spieler, Top 500 oder was auch immer, nicht mehr GM erreichen, sondern maximal wirklich nur noch 3.900 SR. Das heißt, alle haben ja den gleichen Start. Also ich denke mal, ab 4.000 ungefähr wird fast jeder auf 3.900 landen. Und jeder muss sich seinen Weg nach ganz oben wieder von neu erarbeiten. Und das kommt ziemlich unerwartet, weil natürlich Blizzard an sich einfach nur einen neuen Patch erstmal angekündigt hat, den wir auch alle erwartet haben, den wir in der Experimental Cut gesehen haben. Der wurde 1:1 halt übernommen mit den Break, Ash, Junko Changes und allem. Und ich würde sagen, das war dann auch echt eine große Überraschung einfach mal für viele. Und sehr, sehr interessant einfach mal, dass Blizzard das Ganze in Erwägung zieht. Denn wir haben uns einen SR-Reset in dieser Art irgendwo schon, ja, seasons lang gewünscht. Also wirklich, also die High-Elo-Competitive-Community hat das echt schon lange, lange, lange immer wieder nachgefragt und gesagt, wir brauchen einen Reset. Es gibt so viele Leute, die, ja, geboostet sind, nicht hingehören oben oder was auch immer und einfach das System ausnutzen, um halt einfach ihren hohen SR-Wert zu behalten. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein bisschen das Ganze erstmal verändern. Und zwar ganz klar, muss man zuerst sagen, die MMR bleibt gleich. Also wenn man natürlich eine High-Elo-MMR hat, das ist das System, diese unsichtbare Zahl hinter der SR sozusagen, wenn du ein 4.400-Spieler bist, jetzt aber natürlich mit den neuen Placements dann nur 3.900 erreichst, bist du trotzdem mit deiner MMR immer noch ein 4.400-Spieler. Heißt für dich, du wirst auch immer noch gegen andere 4.400-Spieler gematcht. Also deine MMR, ne, deine Elo, deine wirkliche Elo, die bleibt halt noch, die ist noch gleich und die hilft natürlich dann auch dem System, dich halt wirklich gegen Gegner zu matchen, die auch auf deinem Skillniveau sind. Und das auf jeden Fall ist ja, glaube ich, auch dann ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Denn natürlich wird nicht jeder komplett geresettet auf 3.9 und dann, wenn man ein paar andere Games hat, dann ist man jetzt auf einmal ein Masterspieler. Nein, man bleibt immer noch ein High-Elo-GM-Spieler und hat dementsprechend dann auch immer noch an sich dieselben Games wie vorher. Und der größte Pluspunkt, den man natürlich dadurch hat, ist, man muss mehr spielen. Es gibt keine Placement-Camping-Cards mehr, die einfach ja nur ihre 25 Games machen und dann ein Top 10 der Rest der Season einfach da verharren auf irgendeinem Account und den Rest natürlich dann auf dem Smurf verbringen. Nein, man muss sich seinen Weg jetzt erarbeiten. Heißt natürlich auch, man wird wahrscheinlich viel mehr auf dem Main spielen. Denn auf dem Smurf lohnt sich das Ganze nicht mehr, wenn du halt wirklich halt viel Zeit investieren musst, erstmal von 3.9 auf 4.4 oder was auch immer für einen Wert erstmal zu kommen, wirst du wahrscheinlich mehr dazu tendieren, auf den Main zu spielen, als halt auf irgendwelche Smurfs. Und das ist auf jeden Fall echt eine ganz, ganz große Sache, weil ich glaube, insgesamt sich sehr viele Leute halt über das Smurfing in Overwatch beschweren. Gerade im GM-Bereich gibt es ja, glaube ich, massiv viele Leute. Und das auf jeden Fall bringt einfach mehr die Leute dazu, wieder auf ihrem Main-Account zu spielen. Das heißt also, im Großen und Ganzen, Grinding wird belohnt. Wer nicht viel Zeit hat und nicht viel Zeit auch ins Ranked investiert, der wird auch nicht weit kommen. Aber die Leute, die halt wirklich versuchen, jede Runde zu gewinnen und ihr Bestmögliches geben von Runde zu Runde, die werden dann wahrscheinlich auch ziemlich weit nach oben steigen und auch da vielleicht ihre Rekorde brechen. Also Grinding wird auf jeden Fall belohnt. Und das ist doch mal eine ganz, ganz gute Sache, denn genauso sollte halt Ranked auch sein. Man hat damit auch natürlich jede Season eine neue Chance, natürlich sich wieder aufs Neue zu beweisen, auch in der neuen Meta. Falls natürlich später noch irgendwelche Changes kommen oder so, hat man natürlich dann immer wieder eine neue Möglichkeit, da zu zeigen, wie viel Elo man in dieser Meta, in diesem Patch oder sonst was erreichen kann. Und auch was sehr, sehr wichtig ist, ist, glaube ich, dass halt einfach keine langen Pausen mehr so wirklich möglich sind, weil wir haben zum Beispiel sehr viele Beispiele von Streamern oder Leute, die halt einfach zurückgekommen sind zu Overwatch, eine Zeit lang nicht gespielt haben, über mehrere Monate hinweg nicht und halt einfach trotzdem dieselbe SR noch hatten wie vor 4, 5, 6 Seasons. Und das geht halt gar nicht. Also Poge zum Beispiel hier, wir sehen können, der hat auch einfach lange nicht gespielt, kommt wieder und hat halt trotzdem 4.400. Das sollte halt so nicht sein. Und ich denke, da auf jeden Fall von 3.9 ist das ein guter Startpunkt natürlich, von dem man sich dann halt immer noch zeigen kann, okay, habe ich noch das Spiel drauf oder halt eher nicht, hatte ich einfach nur Glück in einer Meta. Und das ist auf jeden Fall da, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber auch wenn sich das alles so schön und gut anhört, muss man natürlich auch sagen, es gibt immer noch ein paar negative Seiten. Und zwar, es gibt einfach leider zu diesem wunderbaren Patch, zu diesem wunderbaren Change, leider keine Meta-Changes. Das heißt, die Meta ist immer noch dieselbe. Und das war dasselbe wie auch mit der Roll Queue. Auch bei der Roll Queue, da gab es den Sigma, der kam neu raus und auf einmal hatten wir die Double-Shield-Meta, die halt bis heute existiert. Und das ist halt einfach nicht so toll. Ich würde mir da echt mehr wünschen, dass wir einfach auch Meta-Shift hätten, dass man da auch das Ganze ein bisschen mehr verändert, dass auch vielleicht man nicht direkt weiß, okay, was ist denn jetzt wirklich Meta? Ich meine, jetzt zu diesem Zeitpunkt
ist man sich noch nicht sicher mit dem neuen Genji. Ist es vielleicht dann doch Dive, der zurückkommt oder nicht? Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir oft schon gesehen, es ist Double Shield. Und ja, das ist ein bisschen schade, dass man da natürlich dann da nicht die Option nutzt, ne, mit dem neuen Hype reinzustarten. Weil ich glaube, viele Leute werden natürlich jetzt bei den Placements Vollgas geben und sind da auch gespannt drauf, wie weit sie kommen in dieser neuen Season. Und da gibt es halt einfach dann leider keine Meta-Changes. Ist ein bisschen erniedrigend. Auch wird der Start wahrscheinlich ziemlich unbalanced sein. Auch wenn natürlich da ganz klar gesagt wird, ja, du hast dieselben Gegner gegen dich. Wir wissen alle, wie das jetzige Matchmaking läuft. Wir hatten davor auch schon Top 500 Lobbys mit Diamonds oder sonstigem. Und ich glaube, so wird es halt auch noch weiterhin sein. Und dann natürlich dann auch das Ganze ein bisschen schwieriger, wenn jeder in Master Elo startet, alle ein bisschen mehr geklumpt beieinander spielen. Also ich glaube, der Start könnte da ganz schön holprig werden und die Games können ganz schön scuffed werden, wenn du natürlich dann die GM-Player hast, die, ja, sag ich mal, vielleicht in der Meta gerade ganz gut waren oder seit einer Season GM sind, und auf der anderen Seite hast du nur Contender-Spieler, die auch, weiß nicht, jetzt gerade Master sind, weil, ne, die Season gerade angefangen hat. Also, ich glaube, das könnte ein bisschen schwer werden. Mal schauen, wie genau das ist, ne? Also, natürlich wird die MMR berücksichtigt, aber ihr müsst ja bedenken, das Matchmaking, wie es gerade läuft. Ich glaube, das kann sich da ein bisschen, das kann ein bisschen ineinander fahren. Und wir werden da wahrscheinlich sehr komische Matches am Anfang haben. Und natürlich ist auch niemandem klar, wie es wirklich jetzt mit dem SR-Gain aussieht. Denn wenn die MMR bleibt, müssten wir an sich natürlich dann auch mehr Punkte bekommen, wenn wir gewinnen. Also High-Edo-Spieler, die natürlich nach 4-4 gehören und dann halt wieder auf 3-9 gesteckt werden, die sollten ja an sich dann mehr Punkte bekommen, weil einfach natürlich zeigt, okay, ne, der Spieler ist hier gerade in einer Lobby, wo er viel zu gut ist, der muss viel, viel höher gerankt werden und deshalb geben wir ihm mehr Punkte. Aber wie wir wissen, wurde vor, weiß nicht wie viele Patches, halt irgendwann gechanged, dass halt einfach immer es ein fester Wert ist zwischen den ganzen Spielern in einem Team, dass jeder halt eine feste Anzahl an Punkten für das Game bekommt, wenn er gewinnt, und auch eine feste Anzahl verliert. Und das könnte natürlich dann auch ein bisschen für ein paar Probleme sorgen, wenn man natürlich dann da ein paar Unlucky Games hat oder was auch immer. Wie sehr wird die MMR dadurch verringert und wie schnell kann man dann wieder sich zurückarbeiten? Also ich glaube, das ist da noch ein bisschen so offen einfach. Wie krass sieht das mit dem SR-Gain aus? Kriegt man am Anfang 50 Punkte oder bleibt es halt am Anfang immer noch bei 25 und man muss halt einfach wirklich verdammt viele Games spielen? Also das würde ich dann noch abwarten, wenn es dann soweit ist. Aber ja, so lange ist es ja nicht mehr. Neue Season erwartet uns schon in 2 Tagen ungefähr. Und dementsprechend, ich denke, das sind gute Changes. Ich bin echt gespannt drauf, wie das Ganze laufen wird. Ich bin auf jeden Fall auch hyped und werde wahrscheinlich auch bei der neuen Season direkt durchstarten mit einem fetten Stream. Und dann werden wir schauen, wie weit wir es schaffen nach oben. Und ja, mal gucken. Ich meine, nach Master droppen, das habe ich schon öfter hinter mir. Und jetzt ist es natürlich vom System halt schon so festgelegt. Deshalb sollte ich ja eigentlich ein Experte sein. Wir schauen uns das Ganze an natürlich. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das neue System? Findet ihr es nice, dass man da nur noch maximal 3-9 erreichen kann? Oder allgemein der Patch? Findet ihr auch die Changes gut? Vielleicht zu Brigitte oder zu Diva? Ihr könnt mir gerne das Ganze in die Kommentare schreiben. Und dann können wir ein bisschen diskutieren. Ansonsten natürlich auch immer wieder im Stream. Seid ihr willkommen. Und dann würde ich sagen, warte ich da auf euch. Bis dann. Macht's gut und ciao.